So, da wären wir wieder. In der letzten Folge haben wir ja fast allen unserer Zwerge was zu tun gegeben. Das heißt, wir lassen die jetzt einfach mal in Ruhe schuften. Und dann warte ich, bis einer von den beiden Farmarbeitern, also die, die für unser Essen zuständig sind, hier hochkommen und die Farm zu Ende bauen. Oder, ja, die braucht immer noch Farming, also jemand, der den Skill Farming hat. Währenddessen arbeiten die Miner hier fleißig weiter, damit wir dann hier und da mindestens noch ein Feld hinbacken können. Also für die vier Grundpflanzen, mit denen ich eigentlich fast nur arbeite. Und dann können wir hier in der Mitte noch Ställe machen, beziehungsweise erstmal nur Felder, wo die Tiere abgelagert werden. Denn später, vor allem wenn man anfängt, die Fallen zu bauen mit den Käfigen, hat man doch recht viele Tiere, die man dann für alles Mögliche benutzen kann. Also entweder, um sie einfach nur dazu lagern, bis man sie schlachtet, oder irgendwelchen Unsinn damit anzustellen. Zum Beispiel habe ich das gemacht, wenn man ganz viele Goblins gefangen hat, dann baut man irgendwann einen ganz hohen Turm und schubst die da runter und guckt, was passiert. Ja, mit sowas beschäftigt man sich später, wenn man Langeweile bekommt. Aber irgendwie kommt hier kein Farmer an. Ich guck mal ganz kurz vor die Haustür. Dazu gehe ich ein paar Level runter. Zack, zack, zack. Und ja, wir hatten ja hier den Auftrag gegeben, ganz viele Pflanzen abzubauen. Damit werden die noch eine Weile beschäftigt sein. Aber ich gucke jetzt mal ganz kurz mal auf Z. Und dann wieder rechte Maus, rechte Pfeiltaste und auf Kitchen, Enter. Wir sehen keine neuen Pflanzen in der Liste. Das finde ich schon ärgerlich. Was hat er hier gerade gemacht? Ich glaube, er hat Pflanzen geholt. Na, er holt auf jeden Fall gerade Pflanzen hier oben links. Der. Hast du denn was im Inventar? Drücke ich mal kurz V, gehe mit dem Cursor über ihn und klicke auf I für Inventar. Und da sieht man nur seine Lederhosen, seine Robe und alles mögliche andere. Aber er hat nichts in den Händen. Okay, den beobachte ich jetzt eine Weile. Isst der die alle selber oder wie? Ah, die sind alle hier am Sammeln, aber die kriegen irgendwie nichts. Also es kann sein, dass der Skill zu niedrig ist und deswegen bekommen sie einfach keine Pflanzen raus, aber es ist trotzdem ein wenig irritierend. Haha, da sieht das doch gut aus. Das rote Ding da auf dem Boden. Drücke ich nochmal K für gucken. Und wilde Erdbeeren. Sehr lecker. Daraus kann bestimmt irgendwas fermentieren. Also wieder Z für die Übersicht. Kitchen. Und da sind unsere wilden Erdbeeren. Die würden jetzt fürs Kochen und fürs Brauen benutzt werden. Aber da wir unbedingt was Gebrautes brauchen, drücke ich jetzt C, um das Kochen zu deaktivieren. Das heißt, diese Erdbeeren werden jetzt nur fürs Brauen benutzt. Oder einfach so weggenascht. Das kann ich jedoch leider nicht einstellen. Das heißt, wir hoffen jetzt einfach mal, dass die Erdbeeren lang genug überleben, bis der Braumeister da was hinbekommt. Deswegen gebe ich jetzt dem Braumeister einfach nochmal den Befehl, mit A und B Brauen anzufangen. Drück R, um das Ganze in die Endlosschleife zu stellen. Und hoffe denn mal, dass Liberty Denied losflitzt und sich die Erdbeeren krallt, bevor das ein anderer Zwerg tut. Gucken wir mal. Ja, da sind die Erdbeeren. Welcher Zwerg ist eigentlich das da unten? Ah, da ist unser Braumeister. Na gut, dann wird er sich die Erdbeeren wohl nicht krallen, weil er noch beschäftigt ist mit dem Pflücken. Aber vielleicht bringt ja jemand anders netterweise die Erdbeeren dahin. Ha, der Zwerg hier, das müsste ein Efaun sein, hat sich ein Fass geschnappt, da die Erdbeeren reingestopft und noch irgendwas bei Liberty Denied eingesackt. Wahrscheinlich wird er das hier dann auf dem Stockpile tun. Ja. Ja, schön. Aber ich sehe schon wieder, wir haben 5 Eidler oben rechts. Das heißt, 5 Leute, die nichts zu tun haben. Und das geht gar nicht. Also, der Braumbefehl ist schon wieder aufgehoben. Wir haben noch jede Menge Holz. Das können wir mal verbraten, indem wir noch mehr Fässer herstellen. 5 Stück sollten erstmal reichen. Dennoch ein Bucket. Ein Bucket ist ein Eimer. Falls wir mal Wasser holen sollten,
Schaden tut's nicht. Und dann nochmal zwei Käfige. Ja, komm, machen wir drei raus. Und noch ein Bett. So. Wie schaut's denn hier oben aus? Ah, sehr gut. Aber es ist immer noch keiner gekommen. Ich bin versucht, draußen die Büsche zu deaktivieren, dass sie doch nicht abgebaut werden sollen. Aber langsam scheint hier was bei rumzukommen. Also ich habe jetzt eben nochmal da Erdbeeren rumliegen sehen. Ja, genau, da hinten. Also lassen wir die Jungs hier mal in Ruhe arbeiten. Dafür hat der Rest wenig zu tun. Was können wir denn nochmal machen lassen? Wir können die Miner noch eine Ebene ausbuddeln lassen. Das heißt hier, wir müssen das Ganze ja ein wenig strukturieren. Hier oben ist die Oberfläche. Hier ist jetzt unser Farmbereich. Also wo wir die Nahrungsmittel anbauen und wo wir die Tiere lagern. Dann sollten wir eine Etage tiefer die richtigen Brauanlagen aufbauen. Denn wir haben zwar unten provisorisch jetzt schon unsere Distille, aber das ist nur eine einzige. Und ich habe das gerne alles später schön sortiert. Das heißt, auf der einen Ebene sind dann nur Handwerker, auf der anderen Ebene sind nur Lagerstätten, wo man Dinge verkaufen will und so weiter. Deswegen machen wir aus dieser Ebene jetzt mal unsere Riesendistille. Das heißt, auf die linke Seite packe ich dann so 2, 3 Distillen. Drumherum mache ich Lagerplatz für Nahrung, wo aber nur Pflanzen reinkommen. Nämlich die Pflanzen, die wir fermentieren wollen. Und dann mache ich hier nochmal einen Lagerplatz, wo leere Fässer abgelagert werden. Das heißt, wenn unser Braumeister etwas brauen will, schnappt er sich einfach aus dem einen Stockpile die Frucht, aus dem anderen Stockpile das Fass und tada, fertig. Dann müssen wir nicht wieder so viel Treppen runter, Treppen hochlaufen. Auf der anderen Seite machen wir dann die Küchen. Genauso wie auf der linken Seite auch. Also hier kommen dann 2, 3, 4 Destillen hin, hier kommen 2, 3, 4 Küchen hin. Und um die Küchen drumherum machen wir noch einen riesen Stockpile, wo dann Fleisch eingelagert wird und Fisch und alles andere, was man verkochen kann. Dann haben wir hier sozusagen unsere Nahrungsweiterverarbeitung. Oben wird sie angebaut, unten wird sie weiterverarbeitet und hier könnten wir sie dann theoretisch einlagern. Ja, das klingt nicht schlecht. Dann machen wir hier ein riesiges Lager. Also in der oberen Hälfte, wenn nicht im oberen 2/3, machen wir Lager für Essen und Trinken, jeweils links und rechts. Und darunter machen wir unsere, wie nennt sich das eigentlich? Guck mal ganz kurz. Nee, das kann man hier nicht sehen. Man kann Räume designieren. Also sagen, das ist jetzt ein Dining Room, also wo man isst, oder das ist jetzt ein Office. Und es gibt halt auch den recht großen Dining Room, der hat aber einen eigenen Namen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Sowas wie eine Methalle, sowas in der Richtung, wo sich dann alle Zwerge treffen, wo sie dann zusammen essen, trinken, Geschichten austauschen, was weiß ich. Das können wir dann hier unten reinpacken. Das heißt, die Zwerge bauen ganz oben das Essen an, verarbeiten es hier weiter. Die Pflanzen übrigens, die wir hier oben anbauen, werden wir dann hier unten lagern. Was hatte ich, glaube ich, schon gesagt? Na gut, hier wird das Essen dann weiterverarbeitet, hier wird es abgelagert und hier wird es gegessen. Damit sind die drei Etagen schon mal abgedeckt. Hier unten werden wir nachher unser Depot bauen. Das Depot ist das Gebäude, wo man später mit den Karawanen Handel betreibt. Und dann weiter unten kommen dann die Handwerker hin. Also die Steinmetze, die Tischler und so weiter, die werden auch noch jede Menge Platz brauchen. Aber ich sehe gerade, unser Pferd und unser Jack haben Hunger. Das kommt daher, dass die beiden Tiere normalerweise Gras brauchen zum Essen. Das heißt, man muss sie eigentlich draußen weiden lassen. Aber das ist für mich zu gefährlich zum einen. Also sobald irgendein Angriff kommt, werden die sofort sterben. Und ich habe gern alles hier im Fort drin. Das heißt, ich will nicht, dass irgendwann ein Zwerg rausläuft und guckt, was denn aus seinem Esel geworden ist. Und dann der Zwerg umgebracht wird. Weil der Zwerg ist wesentlich wichtiger als das Tier. Das heißt, ich werde die beiden Tiere jetzt mal schlachten. Und dann kann ich euch gleich zeigen, wie das funktioniert. Also ich drücke auf Z. Drücke auf Küche. Nee, ich drücke auf Animals, war das. Hier. Hier haben wir dann unsere Kuh und hier haben wir unser Pferd. Dann drücken wir Enter und Enter. Und dadurch sind halt die beiden Tiere jetzt definiert als Available. Stimmt, da habe ich mich verklickt. Dadurch habe ich sie jetzt
verfügbar gemacht, um als Pet genommen zu werden, also als richtiges Haustier. Und es gibt nichts Schlimmeres als Haustiere in diesem Spiel. Also klar, sie machen auch positive Gedanken. Also wenn irgendein Zwerg traurig ist, dann kann man ihm Haustier quasi schenken und dann ist er wieder glücklich. Aber wenn dann irgendwas mit dem Haustier passiert, dann kann das richtig übel enden. Dann wird der Zwerg nämlich richtig depri. Also machen wir das ganz schnell wieder weg. Wir drücken wieder Enter und diesmal drücken wir B. Und drücken bei dem auch B. Jetzt steht hier fertig für die Schlachtung oder bereit für die Schlachtung. Jetzt wir kommen mit Escape wieder raus. Und wir warten jetzt einfach ab. Das Problem bei der Sache ist nur, die Aufgabe des Schlachtens und des Häutens machen wieder unsere beiden Farmer, also Eva und Liberty. Das heißt, die haben noch mehr zu tun und es wird nichts fertig. Aber gut, ich denke mal, die beiden Tiere werden so lange noch aushalten. Und selbst wenn sie nicht aushalten und sterben würden, dann könnten wir die noch frischen Leichten auch noch schlachten. Das ist dann zwar nicht ganz so lecker, aber das passt schon. So, unsere Miner sind fleißig am Arbeiten. Und hey, das Feld ist fertig. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt hier anfangen mit den Plump Helmets, die anzufarmen. Das heißt, ich drücke jetzt A, dann geht er auf Frühling. Jetzt haben wir hier oben eine Auswahl von 4 Sachen, die ich im Frühling anbauen möchte oder kann. Also ich drücke Plus, 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 runter auf die Plump Helmets, drücke Enter, dann wird es weiß hervorgehoben. Dann gehe ich auf B, was im Sommer angebaut werden soll, wieder Plump Helmets. Ich gehe auf C für Herbst, wieder Plump Helmets. Ich gehe auf D für Winter, wieder Plump Helmets. So, das muss man nur einmal machen. Und jetzt wird diese Rotation, also Plump Helmets, Plump Helmets, Plump Helmets, Plump Helmets, die wird jetzt jedes Jahr wiederholt, ohne dass man da irgendetwas machen muss. So, Escape für dann. Und wenn jetzt unsere beiden Farmer irgendwann mal Zeit haben, dann werden sie auch hier anfangen, jetzt unsere paar Samen, die wir haben, ich glaube, das waren 5 Stück, die hier zu pflanzen, wenn es noch nicht zu spät ist. Also wenn es kurz vorm Jahreswechsel ist, dann werden die Pflanzen öfters nicht angebaut, weil das Spiel halt weiß, dass die Pflanzen es nicht schaffen, bis zum Jahreswechsel oder bis zum Jahreszeitenwechsel fertig zu werden. So, wir können aber schon mal die nächste Farm planen. Da müssen wir jetzt wieder mit K und U und H und M arbeiten. So, so, das kommt hier in die Ecke. Dann drücken wir jetzt nochmal für Farm P. Ziehen das wieder so lang, machen das wieder so hoch, kommt hier in die Ecke. Wieder P. Wieder langziehen, wieder hoch. So. Das ist jetzt für Pigtail, Sweetpots und Caveweed. Das heißt, ich drücke wieder Escape. Ich drücke jetzt P für Stockpile, F für Food. Und mache ich das gleiche wie auf der anderen Seite. Oh, die Kuh wurde geschlachtet. Ja, ich lasse mich sehr leicht ablenken. Also hier mache ich jetzt wieder die Stockpiles, wie auf der anderen Seite auch. Für Food, aber ich nehme dann alles raus, außer die Samen, die ich hier gerne anpflanzen möchte. So, Enter, bis da. Gehe ich kurz hier runter, mache das hier auch schon. Und da auch schon. Alles schön symmetrisch. Ja, schaut gut aus. So, jetzt gehe ich für Q, für Gebäudeoption, gehe da drauf, drücke S für Settings. Drück B für Block All. Dadurch werden die hier alle auf schwarz gesetzt. Und suche mir dann meine Samen raus. Das war hier Sweet Pots. Das gleiche mache ich hier unten auch. B für alles blockieren. Samen. Hier kommt Pigtail. Hier Block. Und Caveweed war das letzte. Da. So, jetzt mache ich noch einen Stockpile. P und da nehmen wir A. Und setzen den mal hier hin. Auch recht groß. In der Hoffnung, dass wir möglichst viele Tiere, Goblins und andere Humanoide einfangen werden. Das sollte noch erstmal reichen. Dann können wir wieder runtergehen zu unserem ganz großen Stockpile. Und da drücke ich jetzt S für Settings. Und ich nehme die Tiere schon mal raus, wollte ich gerade. Aber wir hatten die Tiere gar nicht drin. Das ist schon mal ganz gut. Weil man sollte immer dafür sorgen, dass alles, was es gibt, irgendwo gelagert wird. Denn wenn man irgendwas vergisst, dann gammelt es irgendwo in einem Gebäude und blockiert da teilweise die Produktion. Also wenn wir jetzt zum Beispiel keinen Stockpile hätten für Möbel, also Furniture, dann würde die Schreinerei hier immer voller werden. Und das sieht man auch gar nicht,
sondern erst wenn man mit Q darüber geht, dann würde hier irgendwo stehen klattert. Also C-L-U ist das, glaube ich, die Abkürzung. Das wird dann erstmal gelb und dann wird es irgendwann orange und dann wird es irgendwann rot. Und je mehr Zeug da drin ist in dem Workshop, desto langsamer ist die Produktion. Das heißt, wenn euch irgendwann mal auffällt, dass die Sachen viel zu langsam produziert werden, guckt einfach mal auf eure Workshops, ob da zufällig klattert steht. Das passiert bei Butchern zum Beispiel, also bei den Schlachtern, sehr schnell. Denn wenn man einmal ein Tier umbringt, entstehen ja gleich sehr, sehr viele Items. Und die müssen erstmal alle weggebracht werden. Apropos weggebracht werden. Mit T kann man auch über Gebäude rübergehen und da wird der Inhalt des Gebäudes gezeigt. Das heißt, man sieht hier, es ist ein Cederblock, daraus besteht das Gebäude. Das ist auch schon verbaut, dafür ist das B. Und hier seht ihr, was alles noch in dem Gebäude drin ist. Nämlich Kuhhufe, 4 Stück. Jackaugen, 2 Stück. Kartelage, das sind, glaube ich, Arterien oder sowas. 2 Lungen, Gedärme, eine Leber. Was Tripe und Sweetbread sind, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind Fleischarten. Naja, Haare, Nerven, Gewebe, Schädel, Haut, Hörner und Knochen. 16 Stück. Gut. Man könnte jetzt sagen, das ist alles eklig, das können wir alles wegschmeißen. Aber wir sind MacGyver-Zwerge, wir brauchen eigentlich fast alles davon. Also drücken wir jetzt mal P, wir drücken R für Refuse, was eigentlich Müll ist. Aber bei Müll muss man differenzieren. Also wir drücken jetzt Q, drücken S für die Settings und gehen runter auf Refuse und deaktivieren mal Haare. Deaktivieren tun wir mit F. Dadurch, also mit B haben wir hier alle schwarz gemacht, mit F machen wir nur das schwarz, was gerade markiert ist. So, wir wollen keine Haare. Wir wollen Hörner und Hufe, wir wollen Zähne, wir wollen Schal, wir wollen Knochen, Schädel, wir wollen keine Körperteile. Wir wollen keine ganzen Leichen. Und das wollen wir auch alles nicht. So, das heißt, in diesen Stockpile kommen jetzt nur Schädel, Knochen, Schalen, Zähne, Hörner und Hufen. Wir brauchen jetzt aber noch einen Stockpile, wo alles reinkommt an Müll, der nicht da reinkommt. Also der richtige Müll. Und der richtige Müll muss auch draußen sein. Oder zumindest auf einem Feld, das als draußen deklariert ist. Das ist ein feiner Unterschied, den ich euch später noch zeigen will. Aber fürs Erste soll ein Stockpile draußen reichen. Das heißt, wir drücken wieder P, wir drücken R für Refuse. Suchen uns ein schönes Plätzchen. Direkt vorm Eingang, damit die Karawanen schön durch den Müll fahren müssen. Und Settings, Refuse und hier machen wir jetzt die Sachen weg, die wir bei dem anderen ausgewählt haben. Also keine Schädel, keine Knochen, keine Schalen, keine Zähne und keine Hörner und Hufen. So, Escape, Escape. Und jetzt müsste alles, was hier beim Schlachter drin war, ordentlich wegsortiert werden. Also die Sachen, die wir gebrauchen können, hierhin und die Sachen, die wir nicht gebrauchen können, dahin. Der Knackpunkt an der ganzen Sache, warum ich das überhaupt so gemacht habe und warum das sehr wichtig ist, ist, dass Sachen, die drin sind, also indoor, die vergammeln nicht oder nur sehr, sehr langsam. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel das ganze Nervengewebe und Fleisch irgendwo hier rumliegt, dann vergammelt es irgendwann und produziert Miasma. Davon habe ich euch ja schon mal erzählt, dass diese rosa Wolke, die sich ausbreitet und negative Gedanken verursacht. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, manche Sachen verrotten auch und es bleibt dann etwas Nützliches über. Zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Leiche haben von einem Goblin und wir lassen die irgendwo hier drin, dann stinkt die einfach nur rum, aber sie verrottet nicht endgültig. Wenn wir sie jetzt aber raustragen, dann verrottet sie, ähnlich wie auch drin, aber schneller und sie verrottet auch komplett. Das heißt, irgendwann ist kein Fleisch mehr übrig und es bleiben nur die Knochen von dem Goblin da. Die Goblin sind ja wieder guter Müll und der wird dann wieder reingetragen. Also ja, Goblin stirbt, Goblin kommt hier auf den Müllhaufen. Nein, Goblin kommt da auf den Müllhaufen, vergammelt zu einem Haufen Knochen, Schädel und was weiß ich und kommt dann wieder hier rein in den Müllhaufen. Ja, ich hoffe, ich habe da jetzt nicht zu sehr den Faden verloren gehabt, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meinte. Mit den Müllhaufen muss man halt recht vorsichtig umgehen. Der Nachteil bei dem äußeren Müllhaufen ist, dass er unbewacht ist. Das heißt, wenn jetzt ein Goblin-Angriff stattfindet und irgendeiner unserer Zwerge denkt, oh, das stinkt hier aber ganz schön und will den Müll rausbringen, dann wird er umgebracht.
Das heißt, wir müssen später einen Müllhaufen bauen, der in der Festung ist und trotzdem als außerhalb deklariert wird. Da muss man dann halt einmal dafür sorgen, dass Licht auf ein Feld trifft und danach den Zugang, wo das Licht durchgekommen ist, wieder zumacht. Das Feld unten zählt dann immer noch als beschienen und die Sachen darauf vergammeln schneller. Das kann man entweder so machen, was fast Cheaten ist, oder man benutzt Gitter. Das heißt, man buddelt oben einen Zugang zur Oberfläche und baut dann auf der Oberfläche Gitter. Das macht mehr Sinn, aber es können dann, glaube ich, auch Gegner durch, ganz kleine. Das müssen wir dann gucken. Aber ich bin schon wieder viel zu weit über der Zeit, also machen wir jetzt einen kurzen Cut und sehen uns in der nächsten Folge. Also bis gleich.